Hallo, schön dich wiederzusehen. In diesem Mastery-Video konstruieren wir das allgemeine Viereck. Welche Eigenschaften des allgemeinen Vierecks kennen wir bereits? Das allgemeine Viereck hat unterschiedlich lange Seiten. Auch alle Winkel sind unterschiedlich groß. Dementsprechend sind die Diagonalen ebenso unterschiedlich lang. Du benötigst jetzt ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck oder ein Lineal, ein weiteres Geodreieck und einen Zirkel. Stoppe dafür das Video, bis du alles bei dir hast. Gegeben sind die Seitenlängen A mit 5 cm, B mit 6 cm, C mit 3 cm und D mit 5,5 cm. Von den Winkeln ist nur Alpha mit 73 Grad gegeben. Zum Schluss sind noch die Winkel Beta, Gamma und Delta gefragt. Schauen wir uns die Skizze erstmal genau an und markieren die gegebenen Maße mit Farbe. Jetzt überlegen wir uns, wie wir für die Konstruktion vorgehen müssen. Zuerst können wir die Seite A einzeichnen. Auf dieser Seite haben wir den Winkel Alpha gegeben und die Seite D. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt haben wir nur noch die beiden anderen Seitenlängen. Da hier ein allgemeines Viereck gefragt ist, können wir keine Seiten parallel verschieben. Dann bleibt uns ja nur mehr mit Hilfe der Seitenlänge C und D einen Schnittpunkt zu finden, damit wir den letzten Eckpunkt C bekommen. Das war's mal mit der Kopfgeometrie. Lass uns jetzt gemeinsam die Konstruktion beginnen. Zeichne als erstes die Seite A mit der Länge 5 cm. Beschrifte die Endpunkte mit A und B. Nun soll der Winkel im Punkt A 73 Grad betragen. Jetzt verbindest du den Punkt A mit deiner Markierung. Stelle nun die Länge von 5,5 cm in deinen Zirkel ein und schlage die Länge ausgehend vom Punkt A ab. Beschrifte nun den neuen Punkt mit D. Da wir jetzt nur mehr Längenmaße gegeben haben, müssen wir mit Hilfe des Zirkels den letzten Punkt und die fehlenden Seiten konstruieren. Für die Seite C nimmst du die 3 cm in deinem Zirkel und zeichnest um den Punkt D einen Kreis. Der Punkt C muss irgendwo auf diesem Kreis liegen. Damit wir die genaue Lage bekommen, stelle die Seitenlänge von B mit 6 cm in deinen Zirkel ein und konstruiere um den Punkt B einen weiteren Kreis. Wie du sehen kannst, schneiden sich die beiden Kreise zweimal. Es interessiert uns aber nur ein Schnittpunkt, nämlich der rechte. Da sich die Seiten eines Vierecks normalerweise nicht überschneiden, fällt der linke Schnittpunkt auch weg. Markiere nun den gefundenen Schnittpunkt und beschrifte ihn mit C. Jetzt kannst du jeweils die Punkte D und B mit dem Punkt C verbinden und du hältst die beiden fehlenden Seiten B und C. Zum Schluss kannst du überstehende Seiten wegradieren. Beschrifte die vier Winkel im Viereck und misst die Winkel Beta, Gamma und Delta mit Hilfe deines Geodreiecks ab. Für die Winkel erhältst du ungefähr für Beta 85,5 Grad, für Gamma 80,7 Grad und für Delta ca. 120,9 Grad. Super,
Du hast nun ein allgemeines Viereck mit nur einer Winkelangabe konstruiert.